So, ich habe jetzt hier diese Brücke zwischen Mayuki und mir gebaut. Zwischen Sepp und mir wollte ich auch, aber Sepp Wollt. wollte nicht. Sepp wollte noch als Brücke. Ansonsten hätte ich den nämlich auch gebaut und oh, das sieht mit dem. Die Ja, wir haben ein. Steinbrücke wäre auch nicht schlimm gewesen für mich, aber ist auch egal im Endeffekt. Ist ja nur eine Brücke und ist ja nicht hier und ein ganzes Haus. Familiäres Willkommen zu Pasoto spielt Baudis. Ich bin euer Nym und die anderen beiden sind auch mit von der Partie. Hallo Sepp. Hallo. und hallo Mayuki. Hallo. Wir sind mittlerweile in unserer eigenen Stadt. Wir haben sie umbenannt in Knuffi-Stadt. Wir haben herausgefunden, dass das geht. Und nun sind wir dabei, das Ganze schön zu formen und gemeinsam zu machen und zu einer richtigen Siedlung zu bauen. Mit Brücken und dem ganzen Pipapo außenrum. So sieht's aus. So, ich habe jetzt hier diese Brücke zwischen Mayuki und mir gebaut. Zwischen Sepp und mir wollte ich auch, aber Sepp wollte Wollt. nicht. Sepp wollte noch als Brücke. Ansonsten hätte ich den nämlich auch gebaut und oh, das sieht mit dem. Die Ja, wir haben ein. Steinbrücke wäre auch nicht schlimm gewesen für mich, aber ist auch egal im Endeffekt. Ist ja nur eine Brücke und ist ja nicht hier und ein ganzes Haus. Genau. Nehme ich mal das Eisen mit, denn jetzt wollten wir nämlich ein anderes Experiment machen. Und zwar habe ich ja bei mir alle möglichen Sachen. Ich muss den Eisenschmelzofen machen, das weiß ich noch. Unterteil. Nimm, falls du noch Parzellen hast, kannst du mir dann mit den Parzellen entgegenkommen, weil ich glaube, ich habe nicht genug Parzellen Ich weiß für die ganze nicht. Brücke. Ich muss mal schauen. Kann ich dir gleich genaueres zu sagen? Erforderlich Zahnräder 15. Oh nee, ich habe genug. 18, 9 von 18 Parzellen. Dann ist ja egal. Das sind genug. Ich wette. Das sind bestimmt genug, ja. Okay. Eisenschmelzofen, Sparkverbindung. Werkbankkraftspule. Cool. Mixerkraftspule. Raffineriekraftspule. Kompaktiererkraftspule. Oh. Eine Menge Kraftspulen. Aber hallo. Auch gar nicht mehr ausgeben, weil die Brücke geht auch in dein Gebiet. Ja, cool. Und in deinem Gebiet kann ich halt bauen und in deinem Gebiet wird es dann halt gespeichert. Wenn dein Gebiet weg ist, ist die Brücke auch weg. Zum Teil. Also, alles im Lot. Perfekt. Übrigens, dieser komische Spark-Generator braucht übertriebenst lange. Der braucht 7 Minuten. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich bin gerade dabei, alles dafür. Mir fällt jetzt erst auf, meine Treppe führt komplett hier neben deine Treppe. Ja, cool. So, ah ja. Da ist Ja, auch da das kann man ganze. wirklich Ah, da ist das sehen. ganze Kupfer dran. Super. Okay, ich muss noch ein paar Zahnräder bauen.
Rezept. Spark-Verbindung kann ich gleich brauchen. Oh, Briefkasten. Ha! Das ist immer geil. Briefkasten? Ja, wir können für uns einen Briefkasten machen. Ob wir uns dann auch Briefe senden können? Alles möglich. So, ich mache uns gerade noch ein paar Zahnräder. 10 Stück. Komm, mach mal 20, ist doch egal. Wir brauchen eigentlich nur 15, aber immer besser als gar nichts. Oh, die brauchen auch 5 Minuten pro. Ja, ist ja egal. Irgendwann brauchen wir die sowieso für andere Maschinen. Hundertprozentig. Ja, man braucht ja. Ich meine, Zahnräder und eine Maschine. Na, die stecken ja unter einer Decke. Merkt man ja sofort. Ja. Deswegen lieber jetzt machen als später. So, jetzt habe ich noch ein paar Spark-Verbindungen. Weil ich möchte nämlich ganz gerne, dass zwischen unseren Siedlungen. Ungefähr hier wäre ein guter Punkt. Was habe ich denn hier? Davon habe ich 36. Ja gut, das würde erstmal, würde das gehen. Weil ich würde nämlich ganz gerne hier so eine Art Turm bauen, wo dann die Spark-Verbindung oben drauf sitzt. Ah, wie eine Art Stromturm. Genau, richtig. Der dann zu unseren Dings, was da... Muss ich nur gucken, ob das von den Parzellen her abgedeckt ist. Ja, ist abgedeckt. Das ist meine Parzellen. Gut. Mein Kupferreifer ist übrigens bald kaputt. Aber ich habe ja den... Was war das? Der Titangreifer? Auf Lager? Der ausbalancierte Titangreifer. Also, falls der kaputt geht, ich habe einen Ersatz. Ja, super. So, aber ich wollte dann auf jeden Fall gleich noch... Gehen wir ja erstmal ein bisschen aufräumen. Dich packen wir da rein. Dich so, die Schwarten da drauf. Die komische Kugel da drauf. Ja, hier steht die Reifen. Da sind die Reifen eigentlich. Oh, und meine Brücke führt gefühlt einen Block am Turm vorbei. Ja, cool. Ah, hier sind noch Starberry-Saat. Also könnte ich noch ein paar Kirschen ansammeln. Pflanzen. Mache ich das doch gleich mal sogar. Unsere Brücke ist fast fertig. Sehr geil. Boden. Nee, Bildstockauge. Schluchtboden müssen wir auch mit reingehen. Jawohl, sehr gut. Das ist das. Dann habe ich zumindest ein bisschen platziert. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Leuchtfeuer parzelliere. Ach, das sind, glaube ich, die Mayuki gebaut hatte. Aus Versehen mal. Yeah. Aber ist auch nicht schlimm. Nö, gibt's Schlimmeres. Falls die mal kaputt gehen, haben wir noch mehr Ersatz. In den Extraktor. Mache ich da mal den. Ich glaube, das war ein Mixer, muss ich den Wasser einmal reinmachen. Das Gute ist, da ich eine Verbindung zu Nym habe und Nym eine Verbindung zu Mayuki, kann ich einfach über Nyms Bude zu Mayuki gehen, weil theoretisch. Das heißt, wir sind jetzt alle drei verbunden mit Brücken. Was ziemlich gut ist. Genau so ist es. Hier. Dann kann ich in Mayukis Wohnung gehen. Ganz gut. Wie das Raumschiff habe ich dann wieder aufgesammelt. Da ist egal. Gut, werdet jetzt endlich mal fertig hier.
Wir wollen den Zuschauern was zeigen. Kann man die Sachen nicht irgendwie vernichten? Ich dachte jetzt mit entfernen oder so mal. Gut, während das hier alles noch am Blubbeln ist, wie sieht's hier aus? Okay, das Eisen ist alles soweit fertig. Nehme ich mal die Kupfer mit und git dat. Los, Blubbel, Kupfer, Attacke! Zwingender Stapel Mineral. So, jetzt mache ich mal was. Klein. Leute. Der Boden kann mit nach da hinten. Ja, das ist jetzt zumindest ein bisschen aufgeräumt. Ja. Aber mein Haus sieht schön aus. Ja, sah bis jetzt ganz gut aus, fand ich auch. Hat jemand zufällig mein Glas genommen? Nö. Als Frage? Nö. Weil ich habe 50 von Schluffboden und Sand reingelegt und nur 10 Glas bekommen. Das ist ja komisch. Das hätte eigentlich 25 ergeben müssen. Ja. Wurde um 15 betrogen. Vielleicht war es ja ich. Hast du mein Glas genommen? No, ich guck mal ins Inventar. Hast du mein Glas genommen? Nö. Nö, ich hab kein Glas an dem Inventar. Glas? Kann ich nicht. Kann es ja nicht sein. Ich und Glas? Nein, Quatsch. Wie kommst du denn auf sowas? Ich und Glas? Nein, Quatsch. Jetzt darf ich wieder Sand haben. Du Arme. Und ich sehe auch gerade, das ist nicht mehr lang. Dann bin ich Level 15? Ja, 15. Hast du Brot? Noch irgendwie so 200 XP oder so. Also irgendwer hat einen Steinschmelzofen bei mir im Lager gebaut. Ich nicht. Kann natürlich sein, dass ich den für Mayuki gebaut habe. Ja? Ja? Okay. Oh, ich baue dir den da einfach mal rein, Mayuki, ne? Bei dir, den Steinschmelzofen. Dann kannst du nämlich auch rumschmelzofen. Wie heißt nochmal mein Ding? Weiß ich nicht. Dein Haus, weiß ich doch mal. Das musst du wissen. Wisst ihr, wie es heißt? No. Warum? Weil wir auch nicht allwissend sind. War ja auch ein Scherz. Ich mache auf jeden Fall hier so Wege, weil mit diesem Flug kann man total coole Wege machen. Tut mir leid. Nicht schlimm. Es sei dir verziehen. Verzeih mir. Tut mir leid. Oh mein Gott. Meine Husten. Das ist stark. Jo. Hat hier jemand gebaut oder so? Nee, der ist einfach weggeflogen. Nein, da ist der. So, ist es okay, wenn ich den Dingsturm mir nochmal um einmal ein Verbreiter, also nochmal um eine Reihe bei beiden Seiten. Den riesigen Turm hier für den Spark-Generator. Von mir aus. Also nochmal einen breiter. Ja, mach mal. Das ist gut. So können wir den quasi in die Mitte stellen davon. So sieht das besser aus, als wenn der irgendwie so ganz merkwürdig da steht. War jetzt auch nur so erstmal als Platzhalter gedacht.
Ja, und einmal kurz als Erwähnung, wer die letzte Folge von uns gesehen hat, bei dem habe ich es erwähnt, aber falls die gerade ihr nur so zufällig guckt, falls ihr uns mögt, wir sind bald auf Twitch live und spielen irgendwann was. Wir wissen nicht, wann diese Folge rauskommt, aber dann spielen wir eine besondere Überraschung. Mehr dazu erfahrt ihr in der letzten Folge. Es dauert nämlich zu lange, jetzt nochmal alles zu sagen, was ich in der Folge gesagt habe. Genau. Deswegen sage ich nur so viel, guckt einmal schnell die Folge, falls ihr es wissen wollt. Und ja. Ich wusste ja. Vielleicht sehen wir uns da. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, weil das wird wahrscheinlich unser erster Stream werden. Wir wissen noch nicht, wann es ist, wann das Video hier rauskommt, aber ich gehe mal schwer davon aus, wenn dieses Video hier rauskommt, haben wir schon längst gespielt. Ja. Ja, da hast du recht. Höchstwahrscheinlich wird der Stream, wenn alles gut klappt, übermorgen passieren. Wir nehmen gerade an einem Freitag auf und höchstwahrscheinlich wird es dann der Sonntag werden, wenn alles klappt. Und wenn wir keine Fehler machen. Was ja durchaus passieren kann. Streamen haben, ihr Noobs. Ja. Sorry, Aufnahme. Dass ich das sag, aber es stimmt halt. Richtig. Aufnahme geht ja mittlerweile so halbwegs. Da werden wir einen Stream schon hinbekommen. Ich meine, so viel schwerer kann das ja nicht sein. Und am Ende verkacken wir so komplett, haben gar keine Ahnung, was los ist. Dann nehme ich alles zurück, falls das passiert. Dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. So. Was hast du gesagt? Was alles hast möglich. Du gesagt? Er hat unseren Stream beworben. Schon wieder. Ja, in der letzten Folge auch. Und jetzt, ja, man muss ja auch ein bisschen bewerben. Ach ja, und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert uns. Genau. Denn wir sind nett und lustig und lieb. Nett, lustig, lieb. Wir freuen uns über jede Art von Support. Egal wie. Wir freuen uns über jede Art. We are a little bit crazy. Das ist meine Stimme. Wir sind eine verrückte, kleine, süße Familie. You know, we are a little bit crazy. Du auch nice. Können doch nicht schreien. Ich muss das jetzt vorsagen, was das ist. Wir sind ein bisschen, ja, so ein bisschen verrückt. Ja. Aber aus netter Weise sage ich das jetzt. Genau. Und wir sind eigentlich lieb. Genau. Meine Stimme, ey. Die Stimmen heutzutage. Weil es halt Winter ist. Bei uns ist es gerade Winter, das bei euch anders ist, weil gar nicht. Bei uns ist gerade Winter. Du bist ziemlich leise, man versteht so gut wie gar nichts. Meine Stimme haut die ganze Zeit ab. Ja, ich weiß. Ich wollte dich auch nur darauf hinweisen. Ja, ich weiß. Aber wir haben auf jeden Fall Winter. Ob ihr, zum Beispiel bei denen, die jetzt zugucken, haben garantiert auch Winter. So lange brauchen die Aufnahmen. Die auch nicht zum Hochladen. Vielleicht ist es ja schon lang. Mayuki, falls du Lagerblock willst, hier hab einen für dich. Also da wo du Sachen reinlegen kannst. Oh, meine Stimme. Sie haut ab. Mayuki, hier bist du. Warte. Noch eine Minute und tralala, okay. Nimmst du mal meine Handelsanfrage an, Mayuki? Kann ich meine Hütte ein bisschen weiter bauen? Da. Hallo, kannst du mein Angebot annehmen? Also Angebot. Hab ich. Hallo?
hab ich. Ach so, nicht gut genug. Platten. Nein, nicht Geld. Ich rede von nimm einfach an. Ja, ich weiß, aber hol ich dir einfach den Lagerblock. Platten. Aber hallo? Geh doch weg. Ja, ich schenk dir. Ich bekomme von dir ein paar Blumen. Danke. Ja. Du hast einen Lagerblock, ich habe einen Gold bekommen und ein paar Blumen. Ja. Ich hab Blumen. Ich hasse meine Stimme so sehr. Warum tut die mir das an? Ich hab ja nichts getan. Weil die Welt fies ist. Ja, die ist fies, ne? Die klingt doch doof. Meine Stimme klingt doof. Im Moment jedenfalls. Sonst finde ich so. Aber reden wir nicht über Stimmen, sondern über. Dann lassen wir mal die Jungs mal etwas reden, wenn sie wollen. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist. Ich habe hier metamorphes Gestein. Hey, nimm. Nimm, hau nicht ab. Nein. Warum nicht? Hau nicht ab. Hau nicht ab. Da bist du ja. So ist es. Mit dem Stein da. War gerade nur ein Test. Weil ich kann jetzt neuerdings auch irgendwie Steine, verzierte Steine bauen. Oh. Ah. Cool. Mach mir einen Mondstein. Also, wenn eure Maschinen und so weiter kaputt sind, Schmelzöfen und so weiter, ich kann die reparieren, ne? Oh, okay. Sagt mir dann Bescheid. Klar. Auch die Werkbänke. Soll ich jetzt weiter Holz oder wieder Stein machen? Das musst du wissen. Ich mach Stein. Ich hab nur Stein. Oh. Dann sieht das wie ein richtig schnickes Haus aus. Naja, schnickes Haus. Ich brauch Glas. Nein. Bleib. Gott, ich brauch 52 Sand. Ich brauch 350 Sand. Für genug Glas. Ich brauch 10.000 Glas. Für nicht witzig, das ist echt viel. Es wird ein Glas. Ja. Ein Glashaus ist süß. Ah, es hagelt wieder. Oder schneit. Nein, oder? Das soll nicht hageln. Bei mir auch. Bei mir hagelt es nicht mehr. Jetzt auch nicht mehr. Hä? Was hat ihr mich gerade genannt? Eine Kreatur oder ein Bürger ist im Weg. Eine Kreatur. Richtig nett auf jeden Fall. Ich bin eine kleine Kreatur. Schnieke auf jeden Fall, Schnieke, richtig Schnieke. Auf jeden Fall. Ah, kann nur in einem Leuchtfeuer. Okay. Ist da gerade ein Spitter unter Wasser? Er taucht hier anscheinend nach irgendwas. Okay, das ist dann auch okay. Da kann ich auch mit leben, wenn er da oben steht. Ich
Schaffen Olivier. Das sind zu viele Parzellen. Hilfe! Hilfe, zu viele Parzellen. Du kannst auf B drücken, dann siehst du die nicht mehr. Also, danke. Die Parzellen. Außer wenn man bautlos bleibt, die einfach. Ist also auf B drücken. Ah, da. Ich muss aber auch Sim, weißt du, was ich gerne mal ausprobieren will? Was denn? Helium im Mond. Was willst du ausprobieren? Helium zu. Keine Ahnung, zu essen. Hä? Du weißt schon, Helium im Mond. Das war so eine kleine Stimme. Ach so. Klingt irgendwie immer lustig. Ja, das stimmt. Meine Freundin sagen, die haben das schon alle, oder ihre Eltern haben das schon aufgehört. Und wie? Klar, natürlich. Glaubst du ja gerade nicht? Nicht so richtig, nee. Das Problem ist übrigens... Du das kann ich vorstellen. Ich glaube, das ist jetzt auch hier nicht... Ich hab gerade die Tür aufgemacht. Sepp war gerade auf Toilette. Ja. Achso, bin auch wieder zurück. Wie lange ist die denn schon, die Aufnahme? Ich guck gleich mal. So. Das Problem ist, dass der Spark in der Nähe von meinem Ding stehen muss. Von meinem Leuchtfeuer. Also ist unser cooler Turm ist also vollkommen hinfällig. Wow. Ernsthaft? Ja. Yep. Aber egal. Sieht trotzdem cool aus. Vielleicht können wir das irgendwie als... Ah, ich sehe diese kleinen Dinger da. Genau, das sind die Spark-Leitungen, ja. Ich muss nur noch gucken, wie wir das Spark herstellen, aus was. Ich wette... Keine Ahnung. Ich höre Nimmerdor zweimal, weil... Einmal, weil er so laut spricht und man hört es so in echt. Darum. Ja. Und zweimal, weil meine Tür nicht richtig zu ist. Hm. Egal. Naja, dafür kann ja Nimmerdor nichts. Er war natürlich auch irgendwie hier, Ach, egal, ich sag nichts mehr. Ich kann mir ja nichts mehr melden. Ja, ich würde auch sagen, dann hören wir mal auf, schon mal. Ja, auch wenn es traurig ist, weil ich euch vermissen werde. Ja. Aber... Ihr wisst mit dir so verstanden. Genau. Ihr wart so jung. Ihr wart so jung, nein. Ach, du Kacke, du machst hier 5x10 Spark-Verbindung. Aber naja, wir werden uns ja wahrscheinlich bald wiedersehen. So viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Hast du da reingeskillt in dieses Endmal? Man kann so ein Deck-Sing machen. Wie gesagt, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.